Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Episode 24 unseres Handelsprojekts auf dem Metin 2 Server Tiger Ghost. Henry ist der Name und wir befinden uns immer noch an Tag 23, aber die erste Shopping-Tour hat einfach so lange gedauert, dass ich die zweite und gegebenenfalls die dritte Runde heute nicht noch in eine Episode quetschen wollte. Das wäre einfach viel zu lang und auch, glaube ich, etwas langweilig geworden. Deswegen sind wir jetzt schon in Episode 24 und ihr habt gerade die anderen beiden Charaktere online kommen sehen. Denn unsere Shops standen jetzt nach der Serverwartung wieder etwa 4 Stunden online und wir schauen, was wir verkauft haben. Der erste Charakter hatte ja noch 37 Millionen auf der hohen Kante und jetzt haben wir ziemlich genau 3 Won wieder eingenommen. Keine Fischtruhen verkauft und auch keine großen Segi-Stacks, aber irgendwas müssen wir ja verkauft haben. Ja, das sieht doch schon besser aus. Wir haben die kleinen Segi-Stacks verkauft, hier waren 4 10er-Stacks und ein 6er. Also 46 Segis haben wir verkauft und dann viele, viele, viele Eisentruhen. 320, nee, stimmt überhaupt nicht. Hab schon sehr übertrieben. 150, 100, 170. 170 haben wir verkauft, nicht 320, aber dennoch sehr, sehr viel, sehr cool. Damit können wir auf jeden Fall zumindest wieder etwas Schindluder treiben mit dem Glas des Handels, aber das war ja nur der erste Streich. Und der zweite folgt sogleich, sobald ich es geschafft habe, das Fenster zu wechseln. Da sind wir. Der zweite Charakter hat 4,6 Millionen. Was haben wir denn da verkauft? Ah ja, okay. 2 Ork-Zähne. Schade. Okay, da muss ich gleich auf jeden Fall mal die Preise prüfen. Vor allen Dingen von den Senbohnen und den Eiern. Der Rest ist ja relativ Shopfüller. Ork-Zähne, ja gut. Wenn die mal nicht weggehen, das kennen wir ja eigentlich schon. Wie sieht's denn aus bei dem Kollegen Nummer 3? Haben wir denn da was verkauft? Da haben wir 1,4 Won wieder auf der hohen Kante und wir haben verkauft die Fragmente, die hier waren. Damit haben wir jetzt, glaube ich, alle hellen Fragmente an den Mann und an die Frau gebracht und wir haben vor allen Dingen die Carbonfaser verkauft. Okay, überrascht mich ehrlich gesagt sehr, da gucke ich mir auf jeden Fall gleich mal die Preise an, weil die hatten wir für 1,35 drin und wenn das Fischpuzzle-Event noch in relativ weiter Ferne ist, dann kostet die eigentlich eher so 1 Won. Aber Gewinn ist Gewinn und wir beschweren uns nicht. Falls das jemand gekauft hat, der dieses Projekt verfolgt, dann bedanke ich mich sehr für den Support. Vor allen Dingen, wenn es jetzt günstigere geben sollte. Aber das finden wir gleich raus. Ich bringe das Geld zusammen und treffe euch auf Channel 1 wieder. Aber bevor wir mit der zweiten Runde starten, schauen wir uns natürlich nochmal an, was wir in die Shops getan haben. Denn die konnte ich schon vorbereiten, dadurch, dass wir ja bei den beiden zumindest fast nichts verkauft haben. Der erste Shop hat sich aber auch nicht großartig verändert. Fast alles gleich geblieben. Ich zeige euch jetzt nur die Unterschiede zu dem ersten Shop von heute Mittag. Die Kupferohrringe sind etwas günstiger, 2,5 Won. Tigerschild ist jetzt nur noch 3,9 statt 4. Die Phoenix-Spieße plus 9 mit 33 DS, das ist jetzt 1,25 Won. Ich habe noch Perlen reingetan für die Sachen, also für die 2 Slots, die jetzt frei geworden sind. Und die Phoenix-Spieße plus 0 sind jetzt auf 1,5 Millionen. Und wenn die heute Abend nicht weg sind, oder sagen wir, wenn die morgen früh nicht weg sind, dann hauen wir sie auf den Schmied und hoffen, dass eine davon wenigstens hochgeht. Aber die nehmen nur Platz weg, das macht keinen großen Sinn. Ansonsten ist erstmal alles gleich geblieben. Und beim zweiten Shop haben sich auch nur ein paar Preise verändert. Die Ork-Zähne sind nur ein bisschen anders gestackt, aber gleich geblieben. Die Fragmente sind jetzt 4 Millionen des 10er-Stack und 8 des 20er. Die Eier des Nemere sind auf 24 Millionen runter statt 25, damit wir wieder die günstigsten sind. Und das war es schon. Das heißt, der Timer kann starten und wir das Glas in die Hand nehmen. Es ist wieder mal Zeit für ein minimales Risikospiel, aber die Statistik sollte auf unserer Seite sein, denn es ist exakt wie das, was wir schon einmal in einer der früheren Episoden gemacht haben. Himmelstränen sind gerade relativ teuer, aber was nicht so teuer ist, beziehungsweise was wir gerade im Angebot haben, sind Himmelstränen-Erze. Für 6 Millionen das Stück, insgesamt 22. Das heißt, wir würden mit 66 Millionen in Vorkasse gehen. Jetzt diesen angekrümmten Stack lassen wir jetzt mal außen vor. Aber diese 11 Stacks würden uns 66 Millionen kosten. Und wir haben dann 22 Versuche. Laut Statistik sollten 60% davon klappen. Das sind 13,2. Also sagen wir mal 13. Und selbst wenn wir nur für diese 13 6 Millionen kriegen, wovon ich aktuell nicht ausgehe, ich würde jetzt eher mal von 6,5 ausgehen, aber selbst wenn wir sagen, wir kriegen 6 dafür, dann sind das 78 Millionen minus 3% und dann noch vielleicht ein paar Millionen abgezogen von den Geiststeinen, aber dann sind wir immer noch bei, ja, irgendwas so um die 70 bis 75 Millionen, das heißt, es ist sehr schwer,
da miese zu machen, wenn wir den Durchschnitt erreichen. Und ich hoffe natürlich ein kleines bisschen, dass wir sogar etwas mehr rauskriegen. Aber trotzdem kaufe ich mir die erstmal raus. Und dann werden wir gleich nochmal zum Alchemisten stiefeln. Da ganz nett und freundlich mit den Lidern oder mit den Wimpern klimpern. In der Hoffnung, dass uns der Kollege nicht im Stich lässt. So, um die Geiststeine kümmern wir uns später. Bin erstmal froh, dass wir die uns gesichert haben. Und ob sich das gelohnt hat oder ob das ein Griff ins Klo war, das sehen wir dann später beim Alchemisten. Achso, und was ich noch sagen wollte, einer der Kommentare als Tipp war, dass ich mir doch mal Drachenstein-Alchemie anschauen sollte, ob da nicht irgendwas Günstiges bei ist. Und lasst euch gesagt sein, das tue ich jedes Mal. Das ist sogar relativ interessant, das muss ich mal gegenrechnen. Aber es ist meistens so, dass wenn wir uns Alchemie anschauen, dass die Preise dann so unfassbar nah beieinander sind. Also der Saphir gerade war eher schon die Ausnahme. Und wirklich Glück hatten wir bisher ja nur einmal mit dem antiken Dia, den wir für 1,08 Won geschossen haben und für 1,38 Won weiterverkauft haben. Drachenbohnen gehen gerade übrigens wieder runter, das ist auch schön zu sehen. Und ich gucke natürlich auch nach legendärer oder mythischer Alchemie, sofern sie denn in unserem Budget ist. Das ist jetzt gerade hier auch nur bedingt der Fall. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir können auf einen legendären Saphir hoffen. Aber es ist meistens so, dass die zwar recht günstig sind, aber dann trotzdem relativ nah beieinander liegen. Und gerade wenn wir dann viele Young-Beträge haben und sagen, da ist gerade ein mythischer, matter Jade, der 3 Boni hat, außer TPA ist der relativ gut dann, aber für ein Vasu sollte es reichen und kostet vielleicht, weiß nicht, 6,8 Won. Der nächste geht aber erst bei 7,5 Won los, der 3 Boni hat. Dann müsste ich aber auch die 6 Won erstmal umwandeln. Das heißt, alleine das würde schon 18 Millionen kosten. Und dann ist nicht ganz sicher, ob das dann wirklich ein Schnapper war oder ob der dann vielleicht doch nur für 7 Won weggeht und das dann ein Nullsummspiel war und wir unser gesamtes Geld hinlegen. Deswegen bin ich da noch nicht so hundertprozentig vertraut mit und möchte mich dann auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen mit der Gefahr, dass ich auf die Nase falle. Das einfach nur dazu. Oh ja, und wir hätten ihn vielleicht kaufen sollen, weil der für 64 Millionen ist jetzt schon weg. Manchmal frage ich mich echt, ob die Leute hier Skripte laufen haben und wirklich irgendwie so Ausreißer dann sofort automatisch kaufen, aber naja. Jedenfalls, Alchemie habe ich immer auf dem Radar, aber meistens traue ich mich einfach noch nicht, das Risiko einzugehen, weil ich das noch zu schlecht einschätzen kann. Und appen werde ich das auf gar keinen Fall. Da gibt es genug andere Content Creator auf YouTube, die alle Nase lang Alchemie appen und da, ja, ist mir das Risiko einfach zu hoch, dass wir da ein Verlustgeschäft eingehen. Deswegen, das wäre schwer zu verkraften in meinen Augen mit dem Budget, was wir haben. Deswegen lassen wir das erst noch, aber wir behalten es auf jeden Fall im Auge und ich glaube, je mehr Volumen unser Taschengeld annimmt, je größeres Budget wir haben, desto wahrscheinlicher werden wir auch irgendwann mit der Alchemie handeln. So, und weil es gerade sehr günstig ist, hier ist ein Bergbaubuch für 2 Millionen, eins für 2,35 und noch ein drittes für 2,7. Die nehmen wir mit, weil heute Morgen waren wirklich 5 Bergbaubücher auf dem Markt. Das günstigste für 5 Millionen, das teuerste für 4 Won. Schön zu sehen, dass die wieder da sind, aber ja. Da haben wir auf jeden Fall wieder ein paar Shopfüller, die wir eher reinstellen können als unsere Mentalo FBs für 250.000. Deswegen nehme ich die auch mit. So, und weil ich jetzt leider nichts anderes gefunden habe mehr, was sich irgendwie in meinen Augen lohnt zu holen, werden wir uns jetzt die Geiststeine besorgen. Wir brauchen 25 und ich muss aber auch ein bisschen gucken, dass wir irgendwas Ähnliches kriegen, weil wir gar nicht mehr so viel Platz haben. Ein Stein der Hass plus 3 für 200k. Boah, da will ich aber mal gucken, ob davon noch mehr da sind. Stein der Hass plus 4 ist gerade einfach nicht zu kriegen auf dem Markt. Das ist Wahnsinn. Aber das war einfach ein guter Fund. Vielleicht bauen wir uns den sogar in eine Rüstung ein, damit wir ein bisschen flotter unterwegs sind. Wisst ihr, was wir machen? Wir verkaufen den einfach weiter. Stellen den mal für 1 Million rein. Jedenfalls brauche ich jetzt immer noch Geiststeine. So, damit haben wir 22 Steine plus den Hass plus 3. Und damit werde ich mich jetzt kurz zum Alchemisten begeben. Hallo mein Bester, ich hoffe dir ist es gut ergangen und du bist heute gut drauf. So, 22 Versuche. Wir schauen, wie viel wir da rauskriegen. Die Zahlen gucken wir noch am Ende, ob es sich gelohnt hat. Aber jetzt heißt es erstmal, mindestens 13 Steine hier rausziehen aus 22 Versuchen. Top Start. Wow.
Der war ja mal überhaupt nicht gut drauf. Das war eine Quote von 40%, aufgerundet 41%. Das war richtig unlucky. Und schauen wir mal, wenn wir die für 6,5 verkaufen würden, was würden wir dafür kriegen? 58,5. Nochmal Steuern weg. Da würden nicht mal 57 Millionen für übrig bleiben und wir haben mit den Steinen zusammen jetzt insgesamt so 68 bezahlt. Ja, ich versuche sie mal für 7 Millionen das Stück loszuwerden. Dann hätten wir 63, wären immer noch 5 Millionen miese. Aber die Quote war leider gar nicht auf unserer Seite. Normalerweise, ja, also statistisch gesehen hätte es Gewinn sein müssen, aber auch das zeigt mal wieder, ein gewisses Restrisiko bleibt immer. Deswegen bleibt auf der sicheren Seite. Wenn sie jetzt noch 1 Million günstiger gewesen wären, hätten wir halt nochmal deutlich weniger bezahlt. Aber so ist das. So, ich hatte den Timer jetzt direkt nach unserem Alchemisten besuchen. Hoffe, der kriegt nochmal die Chance in naher Zukunft sich zu revanchieren, weil das will ich auf keinen Fall so stehen lassen. Aber jetzt erstmal wieder den dritten Shop stellen. Die anderen beiden hatten wir ja eben schon vorbereitet, bevor wir unsere zweite Shoppingtour begonnen haben. Und die Fischtruhen sind jetzt das erste Mal günstiger. 9,9 Millionen das Stück. Immer noch weit entfernt vom Tiefpreis, aber so langsam will ich mich mal in die Richtung bewegen, dass wir die vielleicht loswerden. Einfach, weil die Marge dann erstmal gesichert ist und wir das Geld dann wieder in die nächsten Fischtruhen investieren können. Theoretisch könnten wir sie auch einfach liegen lassen und noch mehr nachkaufen und den Preis einfach beibehalten. Aber das wäre mir dann wirklich doch zu viel Geld, was rumfliegt. Deswegen will ich versuchen, hier ein bisschen Gewinn rauszuziehen und dann wieder die nächsten nachzukaufen, damit nicht zu viel auf einmal rumliegen. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Dann haben wir Eisentruhen, wie immer 10er Stack 12,5, 20er Stack 25. Und dann habe ich noch 30 Zenbohnen aufgetrieben wieder. Und zwar, weil viele, viele einzelne Zenbohnen ganz am Anfang, da hatte ich vergessen, das Mikro anzuschmeißen, das tut mir leid. Da habe ich einzelne Zenbohnen für 1,44 bzw. ein paar für 1,5 Millionen das Stück geholt und ein 10er Stack noch für 14,4, sodass wir jetzt insgesamt für diese 30 Zenbohnen nicht mal 45 Millionen ausgegeben haben. Eigentlich haben wir noch genug Zenbohnen, aber die wollte ich jetzt nicht liegen lassen. Deswegen habe ich die mitgenommen und die werden jetzt einfach als 30er Stack reingestellt, weil der Platz dann jetzt ausging. Dann die Segis unverändert, noch 3 50er Stacks für 1,1 Won, 20er Stacks für 44 und 10er für 22. Die Bergbaubücher für 4. Die Himmelstränen, die neuen, habe ich jetzt mal für 67,5 Millionen reingestellt. Das ist 7,5 Millionen die Himmelsträne. Es ist abartig teuer. Aber so würden wir zumindest fast unser Geld wieder da rauskriegen und so ein bisschen retten. Ich glaube, da würden 1-2 Millionen dann, ja, fehlen, Differenz als Verlust sein, drauf gepfiffen. Aber ich glaube, also ich bin erstmal gespannt, ob die überhaupt so weggehen. Im Zweifel müssen wir so reduzieren, aber dann ist das so. Und der Hast plus 3, 1,5 zum Abschluss. Sagen wir mal, das verrechnen wir dann miteinander, dann sind wir wieder bei plus minus 0. Aber das muss jetzt erstmal verkauft werden, deswegen lassen wir es stehen. Und schauen später nochmal rein, ob wir die 3,6 Wonnen vielleicht noch ein bisschen erhöhen können, weil wir jetzt was verkaufen. Und dann gegebenenfalls sogar noch eine dritte Runde heute spätabends drehen können. Da sind die drei von der Tankstelle wieder auf Channel 2. Wir haben doch noch Zeit, noch eine dritte Runde zu drehen, aber ich will es nicht zu eintönig und zu repetitiv halten. Deswegen werde ich versuchen, ein bisschen aufs Gas zu drücken. Der erste Kollege hat 5,9 Wonnen wieder. Sehr cool. Und die Zenbohnen sind schon weg. Das 30er Stack. Mega, mega. 20 Segis hier auf der Seite verkauft. 2 Bergbaubücher sind weg und die restlichen Segis hier unten auch weg. Nice. Da ist ordentlich was bei rumgekommen. Vor allen Dingen, dass die Zenbohnen so schnell weggegangen sind, ist echt mega cool. Und bei dem zweiten Kollegen haben wir 162 Millionen, fast 163. Das heißt, wir haben hier einiges verkauft. 5 Orkzähne sind weg, sehr viele blaue Fragmente, 100 Stück müssten das sein, für 40 Millionen insgesamt. Wir haben nur 20 für das ganze 200er Stack bezahlt, also die haben sich echt doppelt und dreifach bezahlt gemacht. Und obwohl wir die 30er Zenbohnen verkauft haben, haben wir kein 10er Stack verkauft. Vielleicht müsste ich die ein bisschen weiter zusammenstacken, das probieren wir vielleicht mal. Aber was mir auch am meisten auffällt, die Rasador-Eier sind schon weg. Die Rasador, die Nemere-Eier natürlich. Für 24 Millionen das Stück, das heißt 50 bezahlt, 120 bekommen für alle, abzüglich Steuern. Ordentlicher Gewinn, sehr, sehr cool. Und zu guter Letzt haben wir nochmal 2 Wonnen. Das ist ausnahmsweise mal schnell und einfach rüber zu handeln. Das heißt, eine der Rüstungen ist weggegangen, genau so ist es. Die Ninja-Rüstung ist weg.
Der Ausweichen plus 4 war anscheinend kein Problem und die Boni gut genug. Ein Won eingekauft, zwei Won sofort weiterverkauft. Sehr, sehr cool. Jetzt bin ich ehrlich gesagt wieder auf die Zusammenfassung gespannt des heutigen Tages, auf die endgültige. Bis jetzt haben wir hier nur eine vorläufige, aber da waren auf jeden Fall wieder viele, viele gute Gewinne dabei. Und ich bringe das Geld zusammen. Bis gleich. So, und mit über 9,5 Won in der Tasche werden wir Shoppingrunde Nummer 3 beginnen. Ich schmeiße den Timer wieder an. Wir haben zwar schon fast die Stunde erreicht, aber heute habe ich die Zeit und ich nehme sie mir. Deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder unsere Liste durch und wenn ich was finde, dann zeige ich es euch. Ich habe eben schon mein OBS für den Stream vorbereitet, deswegen klicke ich jetzt hier die ganze Zeit auf den falschen Button. Aber ich habe gerade eine Lederkapuze gekauft für 20 Millionen und wie wir sehen, die nächste ist bei 78, die nächste Ninja, der nächste Ninja-Helm. Und ja, unter normalen Umständen ist das eigentlich ein vernünftiger Preis, aber jetzt gerade ist es einfach viel zu günstig, deswegen nehmen wir den mit. So, und jetzt gerade finde ich ehrlich gesagt nicht mehr so viel, deswegen schaue ich jetzt mal nach Sachen, nach denen ich sonst nicht schaue. Und hier ist ein Sunsi-Kriegskunstbuch für 1,2, während das nächste bei 4 ist. So, ihr seht den Timer. Ich komme irgendwie nicht in die Gänge, aber mittlerweile habe ich jetzt endlich was gefunden, was mich sehr hart aufschrecken lassen. Nämlich dieses Himmelstränenarmband plus 6. Das hat, neben 7 Crit Standard natürlich, 15 Blitz und 5 TPA. Und generell 15 Blitz in irgendeinem Equipment-Teil zu haben, ist schon sehr, sehr viel wert. Also ich habe noch nie ein Armband mit 15 Blitz, egal was, egal welches Level, welche Verbesserungsstufe, unter 2,5 Won gesehen. Und dann noch in einem HTA das zu haben, mit 5 TPA, das kommt mir zu günstig vor. Deswegen will ich das eigentlich mitnehmen und aber mal mindestens versuchen, für 3 Won zu verkaufen. Vielleicht sogar 3,5, je nachdem. Aber das möchte ich mitnehmen. Und auch wenn es wirklich nach langer Zeit mal wieder etwas ist, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, beziehungsweise sagen wir, es fühlt sich an wie so ein 50-50. Gibt ja immer wieder mal Sachen, wo ich nicht hundertprozentig sicher bin. Aber das kam mir irgendwie ganz gut vor. Und ja, ich bin jetzt hier schon nochmal die Armbänder da drüber durchgegangen. Und selbst bei 3 Won habe ich noch nichts gesehen, was auch nur 15 Blitz hat. Deswegen könnte das eigentlich ein sehr... Ja, okay, hier haben wir ein Perlenarmband plus 4. Also statt 7 Crit hast du hier 75 MP und 4 Angriffsspeed weniger. Für mit 15 Blitz, kein TPA. Ja genau, hier sind wir so langsam in der Region. Also 15 Blitzarmbänder kosten 3 Won. Und das sind halt aber keine HTAs plus 6, sondern irgendwelche Gammelarmbänder. Und deswegen habe ich jetzt schon das Gefühl eher, dass das ein ganz guter Fund war. Und dadurch, dass die Gammelarmbänder 3 Won kosten, werden wir unseren Fund auf jeden Fall für mehr reinstellen. Ich weiß noch nicht wie viel, aber ja, jetzt bin ich zufrieden. So, und weil ich nichts mehr finde und jetzt schon die 1,5-Stunden-Marke weit überschritten habe, aber auch nicht das gesamte Geld jetzt rumliegen haben möchte, wandeln wir jetzt nochmal ein Won um und werden die Gunst der Stunde nutzen, dadurch, dass wir gerade so viel Geld noch haben und nicht wissen, wohin damit, salopp gesagt, dass die DR-Gutscheine gerade ziemlich weit unten sind. Die waren heute Mittag nochmal 10 Millionen günstiger, aber da hatten wir alles ausgegeben. Trotzdem will ich jetzt kein Risiko eingehen und das gleiche nochmal erleben wie mit dem ersten DR-Gutschein vor über einer Woche, dass nämlich gerade gar keine auf dem Markt sind und wir 3,25 Won dafür bezahlen. Deswegen werden wir uns einen ganz, ganz frischen DR-Gutschein jetzt hier genehmigen, den uns auf die Halde legen, aber gleichzeitig immer für 3 Won schön brav in den Shop stellen. Und ja, der wird nicht weggehen, aber das ist auch gar nicht unser Ziel, weil in knapp 6 Tagen wird dieses Glas des Handels abgelaufen sein und dann brauchen wir eh wieder einen neuen Gutschein. Das heißt, den werden wir schon mal parken, jetzt zu guten Zeiten für unser Projekt. Na, aber da schauen wir uns doch mal um. Heben wir fleißig mit auf. Ja, Schmucksteine nehmen wir mit. Jedenfalls werde ich den Timer stoppen. Stunde 40 muss reichen für so einen Tag. Wir haben jetzt doch immerhin etwas gefunden, aber gleichzeitig haben wir ja noch mehr als genug Zeug, um unsere Shops zu füllen. Deswegen werde ich das jetzt vorbereiten und dann lassen wir es gut sein für heute. So, Shop Nummer 1 und 2 stehen. Erster Shop, 5er Stacks, Orkzähne je 12, Berserker 15, Vampir 10 und dann Sennenboden 2,4 Stück in 10er und 30er Stacks, Kampfrausch FBs 1 Million, Bergbau und Sunsi jeweils 4. Die letzten blauen Fragmente sind wieder bei 5, Sprachenring ist auch 5, das ist ein Tippfehler, sollte eigentlich 1,5 sein, aber da war ich wohl im Flow.
Die Himmelstränen habe ich jetzt für 7,7 reingetan, einfach weil die halt so viel gekostet haben. Damit wären wir ungefähr bei plus minus 0, hätten noch 1-2 Millionen draufgezahlt. Aber ja, ich bin mal gespannt. Also die sind gerade in der Tat wieder sehr, sehr teuer. Vielleicht gehen sie weg, vielleicht nicht. Aber im Zweifel liegen sie da halt ein bisschen rum. Aber die waren halt einfach so teuer in der Produktion, weil wir wirklich kein Glück hatten beim Alchemisten. Deswegen möchte ich das Geld eigentlich dafür haben und es zumindest mal probieren. Dann die beiden Absachen hier, Füller, Yeti-Fell 3-3 und 13 Skorpionschänze 2-6. Und die BDV ist jeweils 4, wie immer, außer der Clownsturm ist 1 Million. Dann Shop Nummer 2, Lederstiefel unverändert 1,5, Silberarmband 1,7, Kupferohrringe jetzt 2,9, Herbstwindfächer 25 Millionen, Tigerschild 4 won, ist nach wie vor unantastbar, also Crap-Schilder plus 9, 61er Schilder mit 5 Boni, kosten 4 Won. Deswegen, die Boni finde ich immer noch sehr gut. Deswegen lassen wir es bei 4 Won auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, das kriegen wir irgendwann dafür. Das HTA mit 15 Blitz, 5 TPA, auch für 4 Won. Wir probieren es einfach mal. Und ich glaube, das ist auch fair, wenn halt jedes Quatsch-Armband mit 15 Blitz und sonst gar nichts schon 3 Won kostet. Deswegen die 5 TPA und die 7 Crit, den nimmt man gerne mal noch ein Won in die Hand, meiner Meinung nach. Die Phoenix-Spieße sind nach wie vor 15, außer der mit 33 DSS jetzt 1,2. Da hätte ich so langsam das Won gerne wieder zurück, aber wir probieren noch ein bisschen was rauszuholen. Ansonsten kommt er wieder für ein Won rein, weil das hätte ich gerne wieder in bar, um es woanders reinzutun. Der liegt jetzt doch schon sehr lange rum. Die Blutenhelme, die wir noch haben, einfach als Füller für 2,5 das Stück. Sprachenringe hier, richtig bepreist, 1,5. Die Sura-Rüstung nach wie vor 2 Won, sollten wir dafür kriegen vielleicht. Wir probieren es weiter. Gift ist jetzt 20 Millionen. Das Geld möchte ich auch gerne wieder haben. Aber ja, war ein Gamble und mal schauen, ob wir wenigstens ein paar Millionen daraus kriegen. Wenn nicht, dann ist auch nicht so tragisch. Lykanerhelm immer noch 70 Millionen. Die sind gerade so teuer, das ist einfach okay. Und wahrscheinlich sind die einfach gerade nicht so gefragt. Ebis unverändert 1,2 Stück und der mit 10 Teufel 55 Millionen. Kupfer als Kette einwohnen. Die Phoenix-Spieße 1,5. Wie gesagt, allerletzte Chance. Wenn die morgen früh noch da sind, dann haben wir eine Mini-Up-Session beim Schmied. Die 10 Pfeil-Dev-Kette für 5 Millionen. Und zu guter Letzt die Lederkapuze, die wir geholt haben für 20. Die ist jetzt für 50 im Shop. Erster Kollege kommt schon gucken. Die Fischtruhen sind jetzt für 9,5 drin. Die würde ich gerne verkaufen aus... Ja, ich habe es schon mal erklärt. Ich hätte gerne die Rendite, um neue jetzt am Sonntag kaufen zu können oder am Montag, aber ich möchte nicht zu viel davon auf einmal rumfliegen haben, deswegen jetzt 9,5, Eisentruhen 12,5 für 10 und 25 für 20. Dann Segis, 2,50er Stacks sind noch da für 1,1 Won, 20 für 44 und 10 für 22. Dann der DDR-Gutschein für 3, wie gesagt, wir wollen ihn gar nicht verkaufen, aber wenn jemand Bock hat, dann gerne. Stein der Haste 1,5, Fingerknochen habe ich eben aufgehoben für 2 und ich wollte eigentlich Schmucksteine reinstellen. Ich habe die gar nicht im Glas des Handels gesehen, aber jetzt weiß ich auch warum. Man kann die gar nicht verkaufen, zumindest nicht im Laden. Und ja, auf den Boden schmeißen kann man sie wohl, also das verstehe wer will, aber naja. Deswegen habe ich jetzt einfach noch die beiden Sprachenringe reingeschmissen und die 2 Vioports für 10 Millionen, falls jemand den Channel supporten will. Aber eigentlich ja, war das gar nicht so geplant. Egal. Damit haben wir immer noch fast 5 Won auf der hohen Kante und damit soll es das auf jeden Fall auch für heute gewesen sein. War jetzt doch ein sehr ergiebiger Tag, über 2 Folgen gestreckt und 1 Stunde 40 insgesamt aktiv gespielt. Ich glaube, so viel haben wir noch nie an einem Tag verbracht. Aber trotzdem auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Tag. Ihr kriegt jetzt nochmal die Gesamtübersicht mit dem endgültigen Stand für Tag 23. Und morgen sehen wir uns natürlich in alter Frische wieder. In der Hoffnung, viel Verkauf zu haben, noch mehr Geld in der Tasche zu haben und wieder viele günstige Pakete oder EQ-Schnapper zu finden, die wir weiter verticken können. Wir bewegen uns immer weiter auf die 50 Won in 30 Tagen zu. Ich bin mir sicher, wir haben jetzt heute die 35 Won-Marke überschritten insgesamt mit allem, was wir jetzt heute schon wieder verkauft haben. Deswegen, ja, halten wir das Tempo hoch und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Kommentare auch immer gerne gesehen, wenn ihr Anregungen, Kritik, Vorschläge, Verbesserungen habt, dann lasst es mich wissen, teilt es mit den anderen und ich sag mal bis zum nächsten Mal.